Der Begriff Oldschool bezeichnet in der Kunsthalle Kiel eine Ausstellung, die sich mit dem Phänomen des Anachronismus in der Kunst auseinandersetzt. Man könnte die Kunst so interpretieren, generell frei nach Hegel, nach dem großen Philosophen, der gesagt hat, es gibt einen notwendigen Anachronismus in der Kunst. Das heißt, die bildende Kunst ist eigentlich immer, nimmt immer einen Abstand zur Welt, wenn man das jetzt mal etwas freier interpretieren möchte. Und wir zeigen in dieser Ausstellung Werke der Kunst, die sich mit altmeisterlichen Materialien auseinandersetzen, mit Motiven, die sie aus der Kunstgeschichte entlehnen, mit dem Thema, wie wir uns eigentlich erinnern, also immer mit Formen, die zwei Zeitläufe aufeinanderprallen lassen. Die Gegenwart, in der der Künstler arbeitet, und das Thema, mit dem er sich auseinandersetzt. Und es ist ein Thema, was über die Kunst hinausweist, denn in unserer Alltagskultur, daher kommt ja auch der Begriff Oldschool, den wir gewählt haben als Titel, gibt es so eine gewisse Tendenz, auf bereits Bewährtes zurückzugreifen. Und die Kunst hat einen ganz eigenen Zugang, indem sie, und gerade die Position, die wir hier zeigen, nicht nur recycelt, sondern Fragen stellt an unsere Erinnerungskultur, an unseren Umgang mit dem eigenen Bildhaushalt, mit bestimmten Techniken. Das alles lässt sich hier in der Ausstellung erleben und zeigt eben eine Facette innerhalb der zeitgenössischen Kunst, die Wir haben 12 verschiedene Künstlerinnen und Künstler ausgewählt aus Europa, aus Nordamerika, also USA und Kanada, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit diesem Thema beschäftigen. Da gibt es eben eine Künstlerin, die sowohl in altmeisterlicher Manier malt, als auch altmeisterliche Techniken, nämlich die traditionelle Farbherstellung dafür bewendet, sich aber gleichwohl mit einem sehr zeitgenössischen Thema auseinandersetzt, indem Anita Albus darauf verweist, was in der Artenvielfalt inzwischen vom Untergang bedroht ist, Vögel und Pflanzen darstellt, die es nicht mehr gibt oder bald nicht mehr geben wird. Wir haben aber auch einen Künstler wie Elga Esser, vor einem dessen Werke stehe ich hier gerade, ausgewählt. Elga Esser, Fotograf, der mit hier in dieser Reihe mit alten Ansichtskarten arbeitet, der Jahrhundertwende, und damit Motive aufgreift. Denn diese Ansichtskarten vergrößert er bis zu 400-fach, sodass man vor einem sehr großformatigen Tafelbild steht, das auch Anklänge an die Malerei und damit auch an die zeitliche Diskussion, die es damals gab, findet. Ja.